Total Sports Weekly mit einer Sonderausgabe am Dienstag. Nein, aber wir haben noch einen Nachzügler von gestern, vom Montag. Nämlich die Mädels der VSG Lübeck in der Regionalliga Nord spielen. Sie sind Aufsteiger und sie haben am Wochenende gespielt in Elmshorn. Leider 0:3 verloren. MVP Mercedes Rutsch, Kapitänin der VSG Mädels, die hat gesagt, woran es gelegen hat. Und dann ist auch noch Michael Keims, der Trainer, der eine Analyse für HL Sports aufgestellt hat. Ja, am kommenden Wochenende geht es auch schon weiter für sie. Da geht's nämlich zum VKSV und danach das Wochenende, da ist ja wieder Heimspiel. Und da sind wir auch wieder mit dabei für euch. Ja, heute hat es uns nach Elmshorn verschlagen, zum Zweitplatzierten in der Tabelle der Regionalliga Nord. Und im ersten Satz haben wir richtig frei aufgespielt, gute Bälle verwandelt, variabel gespielt und eigentlich gezeigt, was wir auch leisten können. Die Norderstädter haben, glaube ich, auch kurz gestaunt. Das Niveau konnten wir leider nicht ganz halten und haben den ersten Satz dann abgegeben. Im zweiten Satz wollten wir mit voller Stärke wieder angreifen. Das hat doch nicht so gut gelungen und deswegen ja, ging auch der Satz und der dritte dann an die Norderstädter. Wir können uns auf jeden Fall an die eigene Nase packen, da wäre mehr drin gewesen. Vor allem in der Annahme und Abwehr waren ein paar Abstimmungsprobleme, aber dadurch, dass auch unsere Libera heute ihr Debüt hatte, war das alles wirklich eine super Leistung und als Mannschaft können wir da gestärkt rausgehen und mitnehmen, dass wir gut spielen können, dass wir gute Bälle verwandeln, variabel spielen und den Ball auch mal reinknallen können. Das nehmen wir definitiv mit nach Kiel, wenn wir in der nächsten Woche gegen Wiek spielen. Dort wollen wir ein paar Punkte mitnehmen und ich bin mir auch sicher, dass wir das schaffen. Ja genau, ich sag mal, nach diesem Spiel, wo wir überhaupt nicht das gebracht haben, was wir eigentlich leisten können oder wozu wir imstande sind, geht es jetzt im Training eigentlich darum, die Mannschaft wieder mental aufzubauen und für das nächste Spiel, was ja schon in der nächsten Woche ist, zu motivieren. So, ich denke mal, das wird mit dem Schwerpunkt sein, jetzt im Training aber Spaß haben, ja, zwei Trainingseinheiten und die Leistung abrufen zu können in der nächsten Woche, die wir eigentlich zu leisten imstande sind.